Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Mittelerde, Schatten des Krieges und willkommen in Sergerost. Sergeroth? Sergerost? Ich bin verwirrt. Wo bin ich denn? Wo sind wir denn? In Sergerost. Entschuldigung, in Sergerost. Willkommen in Sergerost. Wo hier... Alter, hier geht's ja richtig ab. Häuptlinge, da gibt's auch für Fresse. Wir müssten nach hier hin erstmal das Ding machen, weil ansonsten, ich weiß nicht, wie es hier aussieht. Ich habe noch nichts freigeschaltet. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in Richtung des Türmeleins hier und schalten erstmal ein paar Schnellreisepunkte frei, damit wir uns hier mal so langsam aber sicher hocharbeiten. In einem winterlichen Gebiet. Und dann mal gucken. Och, ist aber eine schöne Stadt und eine schöne Festung. Oh, etwas Großes. Ein Grauk. Natürlich. Rein theoretisch können wir den mal rauslassen. Einfach nur aus Spaß. So quasi als Ankündigung. Hallo. Ich bin da. Wir können die auch beherrschen. Aber anscheinend nicht von hier. Da hinten rennt einer rum. Ach, da ist eine Tafel, die mit Informationen ist. Rein theoretisch könnten wir da reinstarten. Oh. Na toll. Holocs. Großartig. Wieso funktioniert der Schattenaufsitz nicht? Hier wird gar nichts angezeigt. Sollte das nicht klappen? Hatten wir da nicht extra so ein Bestien-Ding angelegt für? Oder habe ich den schon wieder abgenommen? Ich depp. Ich guck mal schnell, warte. Was ist der hier? Schattenaufsitzen funktioniert bei nicht gebrochenen Grauks. Ja. Und Schattenaufsitzen haben wir ja. Schattenaufsitzen. Sitzt du sofort mit einem Schattenangriff auf einem gebrochenen Graukargo oder Drachen? Bei nicht gebrochenen Kargo? Eigentlich sollte das funktionieren. Vielleicht sind wir ja zu weit weg. Ich habe keine Ahnung. Und der ist gleich tot. Ja, dann lohnt sich das eh nicht. Na gut, dann... wollen wir uns mal flinken Fußes hier heranbegeben. Und unauffällig... Hä? Der kommt voll daneben hier hin. Na. Komisch, manchmal klappt dieses Terrorisieren, Töten, manchmal nicht. Das ist sehr merkwürdig. Ein sehr merkwürdiges Spiel. Sind wir auch hier auf dem richtigen Weg? Da vorne kommt schon ein Hauptmann, wie ich sehe. Stufe 26. Ein Zwergenhasser. Bestienthema. Erzürnt durch Feuer. Verstärkung des Befehls. Stärke der Ulok. Na großartig. Mächtige Uloks. Inspiriert verbündet. Na großartig. Und Gefolge von Uloks. Na großartig. Ja toll und episch. Ich muss, glaube ich, woanders lang, weil mit einem Haufen Uloks will ich es nicht aufnehmen. Beeindruckende Festung. Wir nehmen ihnen ihre Feste und ihre Schätze. Sieht schon sehr edel aus. Ich denke aber mal, das werden die nicht selber gebaut haben, sondern... Vorzugsweise haben die das natürlich wieder eingenommen. Oh, guck mal da. Das bietet sich an. Würde ich sagen.
Immer einnehmen und dann abhauen. Beziehungsweise kaputt machen und dann abhauen. Ich sehe keinen Hauptmann. Tschüss. So, und weg. So. Okay, wir machen erstmal das hier. Bietet sich gerade an. Vor langer Zeit bezwang Celebrimbor seine Feinde mit seiner legendären Bogenschießkunst. Töte Ghule und erinnere dich so daran, wie er seine Invasionstruppen vor den vielen Gefahren in Mordor schützte. Oh, toll. Megras, diese Elbentugend wurde von den Juwelenschmieden im zweiten Zeitalter sehr geschätzt. Habe ich verwende nur 5 Pfeile. Ja, das wird wohl nichts. Aber hey, immerhin. Das reicht mir schon. Hauptsache Fähigkeitenpunkt. Die Juwelen sind egal. Die sind egal. Da finden wir so genug. Meine Schmiede und ich schufen viele Wunder. Und unsere Präzision wurde von den Techniken Saurons noch gesteigert. Jede Zusammenarbeit brachte uns der Perfektion näher. So, wie viele Häuptlinge haben die eigentlich? Ich frage für einen Freund. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal hier dem Drachen sein Schüppelein. Gesundheit deines Reittieres. Wäre auch eigentlich ganz gut, oder? Aber jetzt erst ab 32 machen wir hier Eisenschuppen fertig. Zack. Haben wir sonst irgendwas bekommen? Nö. Können wir mal kurz auf die Armee. Entschuldigung, auf die Armee gucken. 2 haben wir schon aufgelegt. Bagger der Wächter. Wo kommt der denn her? Von dem sind auch Stärken und Schwächen bekannt. Und den haben wir hier gerade gefunden. Aber keine Schwächen. Der ist epic. Wer ist er? Wo kommt er hierher? Wieso kennen wir den? Bagger der Wächter. Wieso kennen wir den? Die sind hier alle irgendwie im Clinch. Alter, 4 Häuptlinge. Ja, leckt mich am Arsch. Okay, der hat 3. Der hat 2. Oh Gott, das wird sehr lange dauern, die Festung hier einzunehmen. Das sag ich dir. Das wird sehr lange dauern und nicht schön werden. Ach, da oben müssen wir. Da haben wir noch ein Stück Weg vor uns, wa? Und hier ist blaues Gebiet irgendwie. Aber wir können uns hier die Häuptlinge rein theoretisch schon vornehmen. Die scheinen aber gut ausgestattet hier zu sein. Wenn ich mir das mal so angucke. Gerade mit den ganzen Flaggen und so. Also die Festung ist gut. Gut, die ist auch 100, Stufe 190, ne? Die ist auch dementsprechend gut bewacht. Hier ist irgendwo ein Grauk. Da unten. Ist er eingesperrt? Nee, der wohnt da. Der wohnt da. So, machen wir erstmal einen Schnellreisepunkt fertig hier. Da drüben ist auch noch irgendwas. So, los, hoch, schnell. Ja, ja, neues Ziel. Ja, das muss hier erstmal einmal durchminern. Ecradonivorn!
Und Dinge suchen. Ich will immer erstmal mit links machen. Klappt meistens nicht, weil es geht nur mit rechts. So. 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 Irgendwo da. Da. Ja, komm. Da. Mhm. Scheint ein sehr weitläufiges Gebiet zu sein. Ich wollte sagen, ein waldläufiges Gebiet. Alter, hier gibt es auch eine ganze Menge zu sehen, ne? Da ist irgendeine Mine oder so ein Scheiß. Naja, dass da was ist, war klar. Da nicht. Irgendwo da könnte in der Erinnerung Kankra sein, wenn ich mir das mal angucke. Sieht sehr hügelig aus. Jawohl. So, dann brauchen wir noch das Hügelgrab. Das wird vorzugsweise irgendwo hier sein. Na. Ja, das Artefakt, aber das Hügelgrab ist da. So, damit haben wir das alles. Da wäre auch noch eine Statue. Da leuchtet Eis. Ach, das können wir bestimmt abschießen, ne? Hm, rein theoretisch. Könnte man. Der ist eingesperrt. Los, hoch. Hoch, Junge. Alter, sag mal, bist du Hallo, nicht runter, hoch. Was ist denn los mit dir? Wir können ja schon mal, soweit es geht, alle kaputt machen. Bevor wir nachher einen vergessen. Und dann nehmen wir schon mal erstmal Reis aus. Zur Sicherheit. Gut ist ja immer, dass wir auf solchen Gebäuden hier sicher sind, weil hier kommt keiner. Und dann gucken wir gleich mal, wie es weitergeht. So, das haben wir freigeschaltet. Dann müssten wir jetzt da drüben hin. Das heißt, wir müssen hier sowieso durch. Das heißt, wir nehmen den hier auch gleich noch mit. Beziehungsweise wir nehmen erstmal den hier mit, weil der liegt auf dem Weg. Irgendwo da. Da liegt auch irgendwo ein Hauptmann auf dem Weg. Und ein Informationsinformant. Und ein Ulok. Und ein gebrochener Grauk. Hast du ihn gerade Waldsäufer genannt? Deutsche Hey, ich bin der Kluge hier, nicht du. Wo ist denn der Typ? Hab da mal eine Frage, Kollege. So, ich würde sagen, wir decken als erstes mal die Häuptlinge auf, oder? Damit wir über die schon mal zumindest ein bisschen Bescheid wissen. Falls wir aus Versehen einen über den Weg laufen. Boah, 32. Ja, leck mich am Arsch. Der ist aber ein bisschen sehr aggro, oder? Autsch. Schnauze, du. Wow, 5 Geld. Sich voll nicht gelohnt. Hier hat sich nichts bewegt, Junge. Zumindest nicht für dich. Kann ich jetzt reingehen, bitte? Wo muss ich denn jetzt lang? Ich bin hier. Ich müsste eigentlich andersrum um den Berg herum. Also da lang. Dann gehen wir mal da lang. Da rennt irgendwo noch ein Grauk rum. Der ist nicht im Moost, aber der ist schon mal gebrochen.
Der da. So, da ist das Ithilden. Oh, 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 das hier wird noch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, habe ich das Gefühl. Aua! Was jetzt? Achso, jetzt. Ich will doch nur das Ding hier mitnehmen, Mann. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich will euch nichts Böses. Remmen. Das war das. Da kommt nochmal Information angetapert. Dann holen wir uns als nächstes den hier. Hör mal, Info-Klaus. Hab da nochmal eine Frage. Jo, dann wollen wir als nächstes, würde ich sagen, holen wir uns... Jetzt holen wir uns mal einen Hauptmann. Der ist da oben. Der ist da. Ja komm, Alter, wir decken erstmal die auf. Wo wir schon Infos für haben. Ich muss sagen, hier war doch gerade einer, oder nicht? Was? Wendehals? Gottfried Wendehals? Oder Gottlieb hieß der, glaube ich, ne? Ja, mal dieses unkontrollierte Angreife, ne? Schlimm. Ja, komm hier. Ich töte dich auch mal. Das ist eh unnütz für mich. So, dann geht's weiter dahin. Und schütz. So. Ist irgendjemand sauer? Oder? Ja gut. Der Karagor ist ein bisschen angepisst. Ansonsten sehe ich hier keine Hauptmänner. Also würde ich sagen, frohen Mutes hinüber. Ja, frohen Mutes hinüber. Ich wollte eigentlich rauf, aber ist egal. Los, mach ihn weg. Und dann gleich den nächsten Ort markieren, und zwar diesen hier. Siehst du doch, wie ich das konnte. Ich gehe mal hier lang, ne? Tschüss. Naja, macht immer mit eurem Alarm, Alter. Wie? Die übrigen Gondoraner müssen aus Mordor fliehen. Und das werden sie. Mit unserer Hilfe. Ja, gleich. Erstmal will ich das Ding hier drüben machen. Bevor wir gleich wieder woanders sind. Was ist denn das? Moin. Servus. Hallo. Celebrimbor hatte großen Respekt vor dem Jagdinstinkt der Karagor, selbst wenn er auf die Jagd nach ihnen ging. Er erlebe seine größte Jagd in Mordor noch einmal, indem du Karagor mit Pfeilen tötest. Kuru. Als meine Armee ihren Weg durch Mordor kämpfte, schärfte ich meine Sinne für die Kriegskunst. Wie war's? Keine Pfeile. Toll. Toll. Brauch Pfeile?
Ich sehe leider gar nichts. Also ich sehe wirklich effektiv sich hier nischt. Ich sehe keine Elbengeschosse. Ich sehe hier. Ey, ich sehe hier nichts, Alter. Es ist einfach nur weißer Schnee hier. Ey, ja, geh mir um Piss. Wo sind denn hier Pfeile? Ich sehe keine. Hallo? Ich sehe keine Elbengeschosse. Ich weiß, ich sehe die hier auf der Minimap, aber ich. Da unten. Ja, ja, geh mir nicht auf den Piss, Junge. Was ist denn los mit euch? So ein Bullshit. Alter. Genau, erstmal ohne Pfeile starten. Total sinnvoll, Alter. Total sinnvoll. Oh. Hier in Mordor überleben nur die Listigen. Und die Tumpen sterben. Ja, ja. Hier, die Tumpen sterben. Die Listigen nützlich sind. Was ist da denn? Was ist der Antrieb, Junge? Erstmal Fähigkeit freigeschaltet. So. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß bald nicht mehr, wo ich hinskillen soll. Ich habe zu viele Punkte. Bald müssen wir die aufbewahren, bis die anderen Sachen hier noch freigeschaltet sind. Dumm. Was machen wir denn? Wie wär's mit Karago? Irgendwas? Das Verschlingen von Feinden aus dem Schleichen raus stellt mir Gesundheit. die Aktion an einen Teil deiner Gesundheit. Kannst eine Hinrichtung oder zum Herbeirufen zusätzlicher Karago. Oh, das geht auch. 4 und X. Man kann auch ausführen, wenn deine Macht nicht voll ist. Hier haben wir Gesundheit. Da haben wir die Eisenhaut. Grauk rufen. Du kannst einen Grauk herbeirufen. Boah. Really nice. Reittier rufen. Du kannst einen Schattenkargo herbeirufen. Jederzeit? Wahrscheinlich, oder? Ein Grauk und ein Drachen. Die Kanan-Aufträge. Oh, ja. Ja. Da muss ich nur noch auf dem aufsitzen können, ne? Drachen herbeirufen ist natürlich ganz nice. Kargo herbeirufen nicht so. Grauk und Drachen auf jeden Fall. Das ist super. So, hier die Glaive. Lade deine Glaive für mehr Folgeangriffe doppelt auf. Tippe nach dem Aufladen mehrmals auf Viereck. Mhm. Na gut, wann stehe ich solchen Massen schon mal gegenüber? Wenn du loslässt, sobald deine Glaive voll aufgeladen ist, wird für jede getroffene Feind Macht erzeugt. Das ist gut, das nehme ich jetzt. Mach die Glaivenangriffe auch viel zu selten. So, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge dann den Auftrag hier und holen mal, gucken mal, was mit unseren Freunden passiert ist. Von daher sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs dabei sein. Bis zum bitteren Ende und bis zur nächsten Folge bei Mittelerde Schatten des Krieges. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus.